Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Hier draußen ist irgendwas los. Verteidigungslinie durchbrochen, sowas wie ein Erdbeben. Wir müssen unbedingt helfen. In der letzten Folge haben wir Jakob, unseren alten Kumpel, endlich wiedergefunden. Er hat gesagt, dass er uns vermisst. Da habe ich direkt Gänsehaut bekommen. Gut, das sind anscheinend nicht mehr die Outriders hier. War vielleicht verkehrt, was ich Ende letzte Folge gesagt habe. Aber zu der Gruppe hier. Oder in der Gruppe sind wir anscheinend die einzigen, die verändert sind. Sieh dir meine Ware an. Nein, ich brauch deine Ware nicht. Ich staune mein tolles Sortiment. Ein andermal, Mister. Ich hab einen echten Scheißtag. Ah, für uns alle weht ein rauer Wind. Komm, einen Schluck heißen Tee. Oh, wir müssen entscheiden. Die Sache ist, wir müssen ja helfen. Bei Annehmen steht's Ausrufezeichen. Wir machen das einfach mal. Hoffentlich ist Shira nicht sauer. Recht bescheidenes Angebot. Oh, beachte diesen Krempel gar nicht. All die guten Sachen sind... Hättest besser gezahlt, Alter! Hä? Du bist verändert? Wusste ich nicht. Ist mir egal. Er wollte mir gerade die guten Sachen zeigen. Hab nur Befehle ausgeführt. Wessen Befehle? Barker, der Anführer der Bluthunde. Er will alle Händler in Rifttown ausschalten, die nicht für ihn arbeiten. Echt mieser Tag. Ich glaube, es gibt keine guten mehr. Ja, was wäre denn passiert, wenn wir abgelehnt hätten, ne? Neue Mission verfolgen, ein schlechter Tag oder kämpfe dich bis zum Solarturm durch? Ich habe erst Solarium gelesen. Wir haben noch eine Tagebuchnotiz. Macht Pause, wenn ihr es lesen wollt, weil ganz ehrlich, die Texte werden irgendwie immer länger und ich möchte nicht Ewigkeiten vorlesen, sondern hier auch ein bisschen vorankommen. Und die kommen halt auch sehr, sehr häufig. Deswegen seid mir nicht böse. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Weil hier geht es nicht mehr lang. Können noch mal eben auf die Karte schauen. Aber so wirklich viel verraten tut die mir gerade auch nicht. Na gut, wir laufen einfach mal los. Was ist denn passiert? Die Rebellen haben sich durchgetunnelt und die verdammte Front in die Luft gejagt. Wenn du den Nachschubweg nicht öffnest, sind wir erledigt. Noch eine Tage... Gut. Tagebuchsnotiz. Entschuldigung. Auch hier nochmal. Kurz ein bisschen Zeit für die, die Pause drücken wollen. Aber ganz ehrlich, schaut euch den Text an. Da wäre ich die halbe Folge damit beschäftigt, das vorzulesen. Okay, alle Spieler im Koop müssen Wechsel zustimmen. Macht Sinn, weil man ja gleichzeitig teleportiert wird. Aber wir sind ja aktuell noch solo unterwegs. Und es geht raus in die Welt. Mach das Tor auf. Öffne den Reiter Missionen. Siehst du einen großen Turm? Das ist dein Ziel. Der alte Solarturm. Aber da draußen herrscht Chaos. Alles ist komplett im Arsch. Was du nicht sagst. Keine Sorge, ich schlag mich schon durch. Wäre ich fast runtergefallen. So, wir müssen zum Solarturm. Ich sehe noch nicht so wirklich, was hier Freund, was Feind, aber alles, was hier steht, sollte ja erstmal zu uns gehören. Aber das sieht mir hier doch fast nach einem Gegnerkampf aus. Aber unsere Waffe ist halt echt scheiße. Vielleicht hätten wir doch nochmal beim Händler vorbeigucken sollen. Aber ich finde, am Anfang von Spielen ist das immer ziemliche Verschwendung, Geld auszugeben, wenn man sowieso alle 3 Minuten... Ah, okay. Das Ding ist natürlich geil. Ah, ich hätte auch sitzen bleiben können. Oder hocken bleiben können. Das ist gar nicht in dem Sinne Scharfschützengewehr.
Ich glaube, er hat Bock auf Nahkampf hier. Aber ich nicht so. Ah, und der nächste. Ach du Scheiße. Ich muss mir das wegrollen. Mal auf eine andere Taste legen. Alle Steuerung ist das irgendwie ganz schön bescheiden. Wenn du dann gleichzeitig noch die Richtung drücken musst. Aber die Waffe fetzt. Damit kommen wir doch hier ganz gut durch. Hat halt leider nur 18 Schuss. Aua, Entschuldigung, habe ich zu spät mitbekommen. Wir müssten auch mal wieder unseren Special Move machen. Und wir haben ja noch einen neuen. Was macht der? Gott, unsere Deckung ist direkt fort. Stell mich aber gerade auch ein bisschen scheiße an hier. Aber ich denke, im Koop könnte das auch echt gut Laune machen. Erinnert halt an das gute alte Gears. Und auch wenn Gears of War Judgment der schlecht verkaufteste Teil war, war der Overrun-Modus der beste Multiplayer-Modus, den ich bis heute kennengelernt habe. Kein anderes Spiel habe ich so dolle gesuchtet wie dieses. Und es erinnert zumindest hier ein bisschen dran. Das ist doch schön. So, was haben wir gefunden? Noch ein Scharfschützengewehr. Wir sammeln erstmal alles auf und können dann mal in Ruhe noch durchgucken. Ja, ich bin mit dem Repetiergewehr jetzt erstmal soweit zufrieden, aber wenn wir ein anderes Sturmgewehr finden, wäre ich nicht traurig. Bam. Noch schöne Straßenlaternen. Ich würde noch mal ganz kurz schauen wollen, ob wir hier vielleicht irgendwo noch reinkommen. Oder eine Truhe übersehen haben, aber ich glaube fast nicht. Nö. Sieht nicht so aus. Dann geht's weiter. Wir sind mittlerweile Stufe 4. Leider noch keine Gegner in Sicht. Wir haben wieder eine Entdeckerflagge. Und ein bisschen Munition wahrscheinlich. Und noch ein Sammelobjekt. So, wie immer, einfach pausieren und durchlesen. Aber ganz ehrlich, das ist zu viel. Viel zu viel, um das alles vorzulesen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Bitte mal eine coole Waffe. Nein, auch wieder nur Muni. Er gehört zu uns anscheinend. Oder nicht? Hotray hey, Storm. Du kommst zu spät. Sie, Entschuldigung. Was ist hier passiert? Scheiße, wonach sieht's denn aus? Massakriert haben sie uns. Wir hatten sie umstellt und dann kam der Captain. Wo finde ich ihn? Was ist so besonders am Captain? Der Captain? Ja, du weißt schon. Wichser mit Kräften, die das Sagen haben. Nicht wirklich verändert, aber das Ergebnis ist dasselbe. Wichse mit Kräften. Wie sah er denn aus, dein Captain? Narbe im Gesicht. Dieser Sadist. Ließ meinen halben Trupp in einer Anomalie laufen. Und hatte Spaß dran. Ja, ich glaube, den kenne ich. Wo ist er? Im Bunker, den Hügel hoch. Ich wünschte, ich wäre dabei, wenn du ihn für seine Verbrechen zahlen lässt. Machen wir.
Ich schau mal bei ihm vorbei. Um der alten Zeiten willen. Outrider, gib diesem Captain, was er verdient hat. So, wir verfolgen erstmal die Quest. Und danach machen wir uns auf zum Solarturm. Was für eine geile Animation dafür, dass wir nur eine Tür jetzt durchgegangen sind. Mich noch. Ah Gott. Gott, Alter, wir haben ja mal richtig Hit gerade bekommen. Zum Glück können wir uns heilen. Ja, wir kriegen ja, glaube ich, auch durch jeden toten Gegner Heilung. Au. Shit. Hier können wir uns leider nicht anlehnen. Ja, hier ist nicht wirklich groß mit Deckung. Kampf läuft, ach, weil wir der Tür zu nahe gekommen sind, vermutlich. Können wir da durchschießen? Au. Ja, ich habe mich in einer echt scheiß Position begeben. Wir müssten eigentlich wieder runter. Au, 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 au. Ja, dafür, dass es der Anfang ist, ist es doch schon relativ schwierig. Also vor allem halt, was wir für Schaden kriegen. Da sind wir gerade mal auf Weltenstufe 2. Jetzt greife den Bunker an, ja, machen wir. Scharfschütze muss sterben. Die Stimme kenne ich doch. Und schon wieder die nächsten. Ach, ihr immer mit eurer Scheiße. Alles nur Munitionsverschwendung. Jetzt kommt er raus. Haben wir? Du da hinten auch noch? Ach, komm. Jetzt. So. Zwei Leben noch. Es muss noch auf jeden Fall ein Scharfschütze. Das ist der da oben. Sehen halt leider nicht richtig. Alter, wir machen ja fast gar keinen Schaden gegen den. Gut, er ist gepanzert, sehe ich, aber... dass es dann doch gleich so wenig ist. Und zwei gepanzerte. Gut, Deckungswechsel. Deckungswechsel, schnell. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier ist er, Brecher. Okay. Huch. Was war denn mit ihm los? Ah, wir müssen das hier ein bisschen ruhiger angehen. Ach, komm schon. Trotzdem mal gerne noch wissen, was das für ein Erdbeben war. Aber wir machen erstmal die Nebenquest hier. Weil wenn, dann machen wir alles. Zumindest alles, was man findet. Weiß nicht, ob so ein richtiges Scharfschützengewehr gerade angebrachter wäre. Ich glaube schon. Lasst uns mal kurz wechseln. 120 wechsle ich gegen das hier, genau. Aber ich glaube, das ist gar kein richtiges Scharfschützengewehr. Halt auch so eine Waffe mit ein bisschen mehr Schaden und die hat auch weniger Rückstoß. Entschuldigung, wenn ich jetzt so oft hier ins
ins Menü renne. Ins Menü renne, ins Menü gehe, meine ich. Ich quatsch schon wieder einen Mist. Repetiergewehr. Das war das, was wir gerade hatten. Auch. Wo ist denn unser normales Scharfschützengewehr hin? Das ist auch so ein automatisches. Ich meine, das mit einem Schuss. Haben wir nicht mehr. Komisch. Oh, wir kriegen Schaden. Ach so, das pausiert gar nicht. Ja, macht Sinn. Ja, da müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen stürmen. Na komm hoch. Du willst das? Ich weiß, dass du das willst. Na gut, wir stürmen. So. Und ich glaube, das war der letzte. Sehr gut. Auszeichnung abgeschlossen. Können hier den Gegenstand aufheben. Das war der Schlüssel. Jetzt können wir die Tür öffnen. Vorher noch etwas looten. Es würde schwieriger werden. Der Captain muss sich hier irgendwo verstecken. Unterbrechen und Widerstand. Veränderte Gegner und durch Anomalie aufgewertete Kreaturen können ihre eigenen Fähigkeiten einsetzen und sich gegen deine Fähigkeiten schützen. Unterbrechung. Eine sich füllende Fortschrittsanzeige zeigt, dass ein Gegner sich darauf konzentriert, seine Fähigkeit einzusetzen. Du kannst einen Gegner, der im Begriff steht, seine Fähigkeit anzuwenden, mit deiner eigenen Fähigkeit mit dem Schlagwort Unterbrechen angreifen, um ihn daran zu hindern. Wenn du Fähigkeiten anwendest, die Elite-Gegner unterbrechen oder bewegungsunfähig machen, bauen diese Gegner Gegnerkontrolle Widerstand auf. Dies wird das blaue Symbol blablabla angezeigt. Wenn der Widerstand vollständig aufgebaut wurde, ist der Gegner in eine blaue Aura gehüllt. Eine blaue Aura zeigt an, dass ein Gegner vorübergehend immun gegen Unterbrechung und Bewegungsunfähigkeitseffekte ist. Alles klar. Haben wir jetzt eine Truhe übersehen hier draußen? Ich glaube nicht, ne? Haben wir die jetzt schon aktiviert? Wir machen es nochmal. Ansonsten alles voll. Und auf in den Bunker. Du willst gegen mich antreten? Zeig mir, was du drauf hast. Da hat wohl jemand die deutsche Übersetzung vergessen im Untertitel. Schweinerei. Das haben wir, glaube ich, unterbrochen. Oder auch nicht. Ah, nö, und der kommt auf Nahkampf oder was? Halt gucken. Ich weiß halt noch nicht genau, welche von unseren Fähigkeiten... Ach du Scheiße. Welche von unseren Fähigkeiten... Alter, wir sind gleich tot. Also entweder sind wir wirklich noch nicht genügend ausgerüstet. Wir sind tot. Aber alter Schwede, was hätte ich denn machen sollen? Also ich glaube fast, wir sind wirklich noch nicht genügend ausgerüstet dafür. Oder wir müssten auf Weltenstufe 1 stellen. Wir sind auf der 3 mittlerweile schon. Wir gehen mal auf die 2 runter. Ich glaube, das ist doch noch ein bisschen too much für uns. Aber finde ich cool, dass man so schnell umändern kann. Du willst gegen mich? Ja, können wir überspringen. Alles gut. Wir müssen uns vielleicht erstmal ein bisschen um die anderen kümmern, bevor wir auf den Haupttypen hier drauf gehen. Und nicht mehr ganz so viele Gegner auf einmal haben. Ich weiß nicht, ob wir durch Sterben irgendwelche Boni verlieren, aber ich glaube nicht. Aber schaut mal, auf Stufe 2. Ach, jetzt kommen auch noch Kumpels. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, auf Stufe 2 sieht es doch schon angenehmer aus. Aber Leute, es bockt mega. Wir haben ihn gleich.
Er war tot. Haben wir bloß noch seinen Kumpel da hinten. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Gibt halt ein bisschen schlechtere Belohnungen, aber die 3 war gerade echt ein bisschen heftig. Warte! Halt! Du bist verändert! Yep. Du kannst tun, was immer du willst! Warum kämpfst du für diese dreckigen Faschisten? Wir kämpfen hier um unser Leben! Das tun wir doch alle, oder? Weißt du, was die uns angetan haben? Ich weiß, was du mir angetan hast. Nein! Doch! Er hat's auf jeden Fall verdient. Outriders zahlen immer ihre Schulden. Die Soldatin wird seinen Kopf sehen wollen. Hier könnten wir jetzt wieder reisen zu dem Punkt vorne, dann sind wir gleich wieder bei ihr. Naja, und dann bringen wir ihr den Kopf, würde ich sagen. Aber erst in der nächsten Folge, morgen 17 Uhr dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.